Meine lieben Fischekinder, last but not least. Fischekinder, ich habe es den Skorpis und den Krebskindern schon gesagt. Ich habe euch irgendwie nicht gespürt, euch Wasserzeichen. Entweder euch geht's gut und ihr tümpelt so durch die Gegend, fein, oder ihr verkriecht euch gerade. Werden wir mal sehen. Juli, Energien, die immer noch hier sehr präsent gerade spürbar sind bei euch, Fischekinder, ist der Neubeginn. Ein Neubeginn möchte gerade kommen. Bei jedem wird es natürlich woanders sein. Es ging um die Transformation an sich und es ging um Führung übernehmen und ob du bereit bist. Ich habe nicht viele Fischekinder getroffen, zumindest haben nicht viele geliked, was mir zeigt, naja, viele wollen nicht an sich arbeiten und das ist nicht böse gemeint, absolut nicht, ja, überhaupt nicht wertend, bitte, bitte nicht in den falschen Hals kriegen, aber dass ich merke, dass es eine sehr kleine Gruppe, worauf ich hinaus will, ist, mit der ich hier arbeiten darf und ich freue mich sehr und herzlich willkommen, darauf wollte ich hinaus, okay, also, hier fängt jemand an, die Führung wieder für sein Leben zu übernehmen, Neubeginne aller Art und Transformation findet statt. Wie fühlt sich Transformation an? Beschissen. Ne? Ganz, ganz klar. Das ist aber ein Zeichen, okay, ich gehe gerade in die Transformation. Alles fällt auseinander, Gefühlsebene hoch, runter. Ja, aber ein gutes Zeichen. Und jetzt gucken wir mal, worauf man im August ein bisschen aufpassen kann, dass man richtig schön in die Stabilität kommt. August, ganz klar, Tempowechsel. Dein neues Leben klopft an. Die Ansage vom Neumond im Löwen, Kollektivreading, Energieshift für uns alle weltweit, gerne anschauen, Part 1 und Part 2, also Teil 1 und Teil 2. So, jetzt sind sie gut gemischt, dann würde ich sagen, Spirit sei so lieb für diese wundervollen Fischekinder, mit denen ich heute, oder für sie, für die ich hier einiges sagen darf. Worum geht es im August? August 2022. Fischekinder, bitte. Also langsam kommen einige Fischekinder raus aus dem Dornröschenschlaf, haben wieder Lust, ihr Leben selbst zu gestalten. Ja, ja. Verweist und die kommt umgekehrt und das ist ganz klar, aber das ist auch gut. Das ist das, was ich, deswegen habe ich euch auch nicht so gespürt. Ja, ihr seid wirklich das letzte Zeichen, was ich hier mache. Es ist die 5, aber es ist der Wechsel. Das ist 5 hat immer was mit Shift zu tun. Ja, Energieshift. Hier könnte jemand das Gefühl von Verlust einfach haben. Es könnte sich um eine Identitätskrise handeln. Es könnte sich um Verunsicherung handeln. Das wird aber erstmal weggekickt und das ist gut. Das ist die Transformationsphase. Nicht alleine, nicht in der Opferrolle. Oh, super schön, gerade ist eine Taube. Ich habe einen Baum, ganz, ganz hohen Baum vor dem Fenster. Und der ist auf dem obersten, dünnsten Ast, ganz oben. Schöne, schöne Geschichte erzähle ich, weil es einfach zu dem Reading dazugehört. Ja? Also, hier hat sich jemand abgeschieden, abgetrennt. Ja? Und das wird jetzt weggeworfen. Hier verabschiedet jemand auch etwas. Das ist die unvollendete Symphonie. Das ist die 10. Die 10 geht immer sofort auf die 1 einher. Das heißt, Beenden eines Zyklus. Hier schließt jemand eine unvollendete Symphonie ab. Vielleicht ist es eine Beziehung, vielleicht ist es ein Beruf, Freundschaft. Vielleicht aber einfach nur der Gedanke, sich als Opfer zu fühlen. Weil hier nimmt wirklich jemand jetzt, langsam aber sicher, sein Leben wieder in die Hand. Ohne abhängig zu sein. Hier geht es auch um unerledigte Arbeiten, eine unvollständige gelernte Lektion. Kann auch gut möglich sein, dass du immer wieder die gleichen Gefühle und immer wieder die gleiche Lektion kriegst und jetzt weißt du es, weil sie ist noch nicht ganz gelernt worden. Vielleicht das Gefühl des Getrenntseins.
Lass uns weiter gucken. Mega spannend, kleine Gruppe, super Gruppe. Ich freue mich. Also, am Verabschieden. Ganz, ganz klar, die Energien vom Juli sind hier definitiv mit drinnen. Spirit, was noch bitte für die Fischekinder? August für die Fischekinder. Was ist noch wichtig? Wohin geht das Ganze? Tempowechsel, das neue Leben klopft an. Was möchte kommen? Worauf kann man aufpassen? Fischekinder, bitte. Ja, Entfaltung, selbstverständlich. Ja. Hier möchte jemand, dass das Leben wieder Spaß macht, dass sich neue Sachen entfalten, Situationen, Gespräche, Menschen, auch mit sich selbst. Das ist eine ganz, ganz andere Energie hier. Sie guckt nach oben und denkt sich, oh, wie wär's, wenn ich das heute mache oder das? Ja, die ist ganz entzückt eigentlich und überlegt schon. Sie guckt nach oben, sie guckt nicht nach unten. Das ist die Transformation. Wow, schön. Weiter. Göttliche Führung. Wir haben auch hier den Schutzengel. Du wirst göttlich geführt. Hör auf dein Herz, Schatz. Hör auf deine Intuition im August. Lass dich nicht zu sehr von außen beeinflussen, Seelengefährte. Schaut mal, wie schön diese Karte ist. Wenn es sich um Liebe handelt, wenn du da verwaist bist, wie auch immer, du wirst göttlich geführt. Wenn jemand für dich gedacht ist, wenn der Vertrag zwischen zwei Seelen für diese neue Zeit und diese neue Liebe gemacht worden ist, bevor man runtergekommen ist auf die Welt, dann wird es auch eingehalten werden und dann ist göttliches Timing die Geschichte und nicht dein Kopf. Das hat nichts mit Liebe zu tun, da hat man eine Lektion hier noch nicht verstanden, eine unvollendete Symphonie, dass das göttliches Timing ist und nichts mit Verstand und mit Ego zu tun hat. Du wirst hier geführt, entspann dich. So eine schöne, klare Ansage für dich. Wenn du bis jetzt zuschaust, gehörst du hier mit rein. Alle, die über 5 Minuten sich das hier anschauen, das weiß ich, eure Geschichte. Vielleicht ist da eine unvollendete Symphonie gewesen, ja, on, off, keine Aussprache, wie auch immer. Aber zur richtigen Zeit werdet ihr geführt, um eben miteinander zu sprechen, um eine Lektion zu lernen. Und es geht auch um Wiedergutmachungsbedarf. Aber wenn, ne, wenn man sich entspannt. Schön, gefällt mir. Gefällt mir. Was noch bitte? Und dann würde ich gerne zu den Schmetterlingen gehen. Merci, Gelassenheit, ne? Diese Karte hat, ich glaube, gefühlt jeder zweite. Wahnsinn. Ich glaube, die Karte poste ich auf YouTube und Facebook für euch alle, fürs Kollektiv im August. Und das habe ich euch beim Neumond im Löwe gesagt. Es ist wirklich jetzt wichtig, nicht nur für ein Gegenüber oder für ein Gegenüber zu schauen, gerade wenn es um Liebe geht. Der August ist wichtig, um sich selbst zu entfalten. Wirklich. Die Seelengefährten stehen alle schon in Reihe und Glied in der 5. Dimension. Jetzt geht es darum, dass jeder ein bisschen seine Aufgaben, seine Seelenthemen als Priorität sieht. Das andere ist schon da, aber es kann erst kommen, wenn etwas abgeschlossen ist, wenn eine Symphonie vollendet ist, wenn eine Lernaufgabe vollendet ist. Versteht ihr, was ich meine? Fischekinder, Gelassenheit. Ein bisschen mehr Gelassenheit auch, was ein Gegenüber angeht, bitte, weil ansonsten zieht ihr das nicht an. Im Gegenteil, dann stößt ihr das mehr ab und dann dauert es ein bisschen länger alles. Das wollen wir ja nicht, deswegen bin ich ja hier. Okay, also, lass uns weiter gucken. Liebe bitte, göttliche Führung, Seelengefährte und bitte ein bisschen mehr Gelassenheit. Ja? August geht es um deine Entfaltung, weg von der Opferrolle. Und dieses Lernthema zu verstehen. Bei einigen haben Kinder einfach hier noch Einfluss auf ihr Liebesleben. Deswegen dauert es. Vielleicht muss da einiges erst geregelt werden, wie auch immer. Auch da bitte ein bisschen gelassener werden, falls es bei dir der Fall ist. Das hat sich schön. Past Life, natürlich, Seelengefährten kennt man. Du hast das Gefühl, dass du diese Person kennst und als wäre da ein unsichtbares Band, was ganz, ganz stark um euch herum ist.
Ja, aber es geht um eine unvollendete Geschichte, die du für dich noch nicht gelernt hast. Immer. Es ist eine wunderschöne Karte. Ja, ihr habt euch früher schon gekannt. Vielleicht auch aus der Kindheit. Vielleicht Teenagerzeit. Meistens jedoch ist das tatsächlich bei allen in irgendeinem anderen Leben. Und deswegen ist diese Verbindung so stark. Hier wird es im Mittelalter ein bisschen gezeigt. Ja, Seelengefährte. Vielleicht kennst du den schon, vielleicht auch noch nicht. Gelassenheit bringt dich schneller an dein Ziel, auf jeden Fall. Und das ist der August, die Bitte, der Rat von Spirit, okay? Ja, Kontrollthemen loslassen. Fischekinder, ganz, ganz, ganz wichtig. Kontrolle über dein Leben übernehmen und dieser Situation erlauben, dass es sich natürlich entwickelt im August. Ihr zieht wirklich schneller so an. Okay? Und hier sehe ich eine Lady, die im August alleine das Leben wieder lernt zu genießen, die Führung wieder übernimmt, weg vom Verwaisten, weg von der Opferrolle ist, das ist nicht attraktiv, richtig? Neubeginn, Transformationskarte und zwar mit der Entfaltung mit sich selbst. Total schöne, schöne Geschichte, echt? Wer ist denn noch bei euch? Wer ist bei euch im August? Wer möchte gerne den Fischekindern im August, Kommandant Ashtar? Vielleicht haben einige einen Bezug zu außerirdischen Zivilisationen. Er ist auf jeden Fall der Kommandant der Lichtschiffe. Wenn du es nicht verstehst, vollkommen in Ordnung. Hier geht es um die Aufforderung zum Handeln. Ashtar, wenn er mir an der Backe hängt und meistens über mehrere Monate, dass ich da Schülerin sein darf, ist immer ein Thema. Lebe vor, was du predigst. Ja? Das ist die Geschichte. Und das geht Aufforderung zum Handeln. Übernimm Verantwortung. Führe durch dein Beispiel. Übernimm Verantwortung. Mein lieber Fischekind, Führung übernehmen, gerne das letzte Reading anschauen. Übernimm Verantwortung, führe durch dein Beispiel. Hier geht es ums Handeln. Ansage. Wirklich Ansage. Lasst uns gucken, die liebe Mondin, letzte Geschichte für meine wundervollen Fischekinder. Vielen Dank, schön, dass du bis zum Schluss dabei warst. Ich hoffe, da waren einige Inspirationen da. Ich hoffe, es hat geholfen, dem einen oder anderen. Wenn ja, sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und ein Abo, falls du magst. Und wir hören uns bald wieder, wenn du Lust hast. Die Ergebnisse sind in Reichweite, Fischekind. Sehe ich auch, hier passiert die Entfaltung, weil jemand die Opferrolle einfach sein lässt. Seelengefährte ist da, man muss seine Lektion ein bisschen lernen. Übernimm Verantwortung, führe durch dein Beispiel. Es ging um Führung übernehmen im letzten Juli-Reading, das heißt geschlossene Geschichte, gleiche Truppe. Ich freue mich sehr. Gerne kommentieren und bis bald. Tschüss, Ade.